Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal Chatra Rezept aus dem Maghreb. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Heute machen wir Rishta zusammen. Das ist ein traditionelles Essen aus der Hauptstadt von Algier. Rishta sind ganz feine, dünne Nudeln, die zusammen mit einer weißen Soße aus Hühnchenfleisch, Kichererbsen und Zucchini gegessen werden. Das Besondere an diesem Gericht ist, dass die Nudeln nicht so wie wir es kennen in Wasser gekocht werden, sondern gedampfgart werden. Und heute zeige ich euch die Zubereitung, wie diese Nudeln zubereitet werden, als auch die Soße, die man dazu isst. Alle genauen Mengenangaben findet ihr natürlich unten in der Infobox und dann können wir auch gleich loslegen. Ihr benötigt für die Zutaten eine Zwiebel fein gehackt, eine Zucchini halbiert und geviertelt, 1 bis 2 Handvoll Kichererbsen, 1 bis 2 Hähnchenkeulen, 1 Esslöffel Butter, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel schwarzer Pfeffer und etwas Zimt. Außerdem benötigt ihr natürlich das Wichtigste, und zwar 1 Kilo Rishta. Zur Vorbereitung der Rishta geben wir 2 Esslöffel neutrales Öl über die Nudeln und lockern diese auf und entfernen auch alle Nudelnester. Achtet auch wirklich darauf, dass ihr alle Nudelnester auseinandernehmt und die Rishta wirklich locker in eurer Schüssel legt, denn diese Nudelnester, wenn wir die nicht auseinanderfriemeln, später dann einfach Teigklumpen sind, die wir dann nicht mehr essen können und die kriegen wir dann auch nicht mehr auseinander. Sobald wir die Rishta schön aufgelockert haben, lassen wir diese kurz beiseite stehen und beginnen mit der Soße. Dazu erhitzen wir einen großen Topf und schmelzen darin unsere Butter. Dann geben wir da unsere gewaschenen Hühnchenschenkel mit hinzu und braten die 1-2 Minuten an und geben anschließend dann die Zwiebeln, die Kichererbsen sowie die Gewürze mit hinzu und braten alles nochmal 2-3 Minuten miteinander an. Anschließend gießen wir das Ganze mit 1 bis 1,5 Liter warmem Wasser auf, bis das Fleisch bedeckt ist, und lassen das Ganze kochen. Unsere Rishta kommt nun in einen Dampfgassieb und diesen setzen wir auf unsere Soße obendrauf. Die Zubereitung von Rishta ähnelt sehr der traditionellen Zubereitung von Couscous. Die Nudeln werden jetzt über der Soße ca. 10 Minuten gedampfgart und bekommen so gleichzeitig auch noch das Aroma der Soße und des Fleisches mit ab. Nach den 10 Minuten geben wir nun unsere Nudeln zurück in unsere Schüssel und lassen die ganz kurz abkühlen, bis wir diese mit unseren Händen anfassen können. Unsere Soße kocht in dieser Zeit natürlich weiter. Sobald wir unsere Nudeln anfassen können, nehmen wir uns nun ein Glas kaltes Wasser und benetzen damit unsere Nudeln und lockern diese auf. Schüttet nicht gleich das ganze Glas Wasser hinein, sondern immer mit der Hand schluckweise beträufelt eure Nudeln und lockert die auf. Ihr werdet dann merken, wie viel Wasser die Nudeln brauchen und diese aufsaugen. Danach lassen wir die Nudeln 5 Minuten ruhen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, das ganze Wasser aufzusaugen. Nach den 5 Minuten Ruhezeit geben wir die Nudeln wieder zurück in unseren Dampfgassieb und dann werden die Nudeln wieder für 10 Minuten gedampfgart. Diesen Vorgang machen wir insgesamt 3 bis 4 Mal, bis unsere Nudeln durch sind. Schaut auch immer wieder nach eurer Soße, damit ihr noch genügend Flüssigkeit im Topf habt, und wenn ihr merkt, dass euch zu viel Wasser verkocht ist, dann gebt natürlich immer wieder warmes Wasser mit hinzu, damit euer Fleisch weiterhin gut bedeckt ist. Nach den 10 Minuten Dampfgaren gebe ich nun meine Rishta wieder zurück in meine Schüssel
und beträufle diese wieder mit kaltem Wasser, so dass sie sich vollsaugen können, und lasse sie wieder 5 Minuten ruhen. Anschließend kommen die Rischte dann wieder zurück in mein Dampfsieb und wieder oben über die Soße obendrauf. Insgesamt habe ich dies nun 3-mal machen müssen, bis meine Rischte durch ist. Und in der letzten Runde habe ich schon mal die Zucchini mit in die Soße gegeben, damit diese auch gar werden kann. In der letzten Runde meines Dampfgarvorgangs salze ich noch ganz leicht meine Rischte. Aber hier müsst ihr wirklich vorsichtig sein mit dem Salz, denn ihr habt ja auch noch Salz in der Soße. Und eine Rischte ist sehr empfindlich, was das angeht. Und die schmeckt auch ganz, ganz schnell versalzen. Also achtet da sehr auf den Salz und geht sparsam damit um. Damit ihr wisst, wann eure Nudeln fertig sind, wartet ihr immer die 5 Minuten Ruhezeit ab und probiert dann ein paar Nudeln. Somit erkennt ihr dann, ob eure Nudeln noch eine Runde Dampfgarn benötigt oder fertig sind. Als Abschluss der Rischte wird diese nochmal mit einem Esslöffel Öl oder mit einem Esslöffel Butter, je nachdem was ihr lieber mögt, aufgelockert. Zu guter Letzt prüfen wir, ob unser Fleisch durch ist, unsere Kichererbsen sowie unser Gemüse. Und wenn alles soweit passt, dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe sehr, mein Video zur Zubereitung der traditionellen Rischte hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne ein Like. Und wenn ihr keine meiner Rezepte mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne kostenlos meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, und wünsche euch bis dahin alles Gute.